shine shocking and she looks like a star. Yeah, she's got the style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go. Ihr wollt also freies Rad lernen? Da seid ihr hier richtig. Let's do it. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what. Hallo, hallo, ich bin's wieder, eure Mama. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Puh! Heute ist es endlich soweit. Ihr hattet euch alle gewünscht, dass ich mein Tutorial zum freien Rad mache. Und das gibt es heute. Woohoo! Also, das ist auf jeden Fall eine nicht ganz so leichte Übung. Und es reicht auch nicht, wenn ihr euch das Video 20.000 Mal anguckt, sondern ihr müsst es jeden Tag und jede Woche üben. Und ich habe auch richtig lange dafür gebraucht, um es hinzubekommen. Aber Leute, never give up. Ich zeige euch heute, wie ihr das freie Rad auf einer Matte oder auch auf dem Trampolin, wo es natürlich einfacher ist, schaffen könnt. Ich werde euch heute meine besten Tipps und Tricks zeigen, um das freie Rad auch ganz bestimmt bald zu lernen. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefällt. Dann lasst mir unbedingt einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, let's jump into the video. Step number one ist stretchen, stretchen, stretchen. Diesen Schritt dürft ihr euch gar keinen Fall auslassen, weil sonst verletzt ihr euch noch Bänderdehnung oder irgend sowas und dann könnt ihr ganz lange gar nicht turnen. Und dann dauert es noch länger mit dem freien Rad. Und deshalb stretchen. Wenn ihr eine Airtrack habt, dann werdet ihr auch schon mal warm durchs Aufpumpen. Das ist auch schon mal gut. Jetzt kommt noch ein wichtiger Tipp bei der Hitze. Und Leute, besorgt euch auf jeden Fall genug zu trinken. Ich zeige euch hier jetzt gerade ein paar Dehnübungen für die Beine und vergesst auch nicht, eure Handgelenke und Füße aufzuwärmen. Das ist nämlich besonders wichtig, weil die Hände und die Füße auch sehr viel eingesetzt werden beim Aerial. Okay, die Hände jetzt zwar nicht, aber am Anfang vielleicht. Ein paar Dehnübungen für den Rücken können auch nicht schaden. Um ein Aerial zu schaffen, müsst ihr natürlich ein Rad können. Und der nächste Step ist dann ein Rad mit nur einer Hand. Und das machen wir jetzt erstmal. So sieht also ein normales Rad aus. Wenn ihr es noch gar nicht könnt, ich verlinke es euch nochmal das Tutorial hier oben auf dem i. Wenn ihr das Rad mit beiden Händen gut könnt, versucht es einfach mal mit einer Hand. Und dann mal ein Rad mit etwas Anlauf. Und das gleiche wieder, nur mit einer Hand. Geht immer erst zum nächsten Schritt rüber, wenn ihr den vorherigen Schritt gut beherrscht. Macht jetzt immer ein Rad und versucht dabei die Hände nur einmal ganz kurz aufzusetzen. Als nächstes versucht ihr ein Abdruckrad. Das ist, dass ihr ganz kurz eure Hände nur einmal ganz fest auf die Matte drückt, dass ihr so hochgepusht werdet. Hier seht ihr, dass die Hände nur ganz kurz auf die Matte aufsetzen und danach direkt wieder wegnehme. Übt das einfach ein paar Mal. Jetzt macht ihr immer ein Rad und versucht dabei die Hände erst ganz spät, also fast, wenn ihr schon fast fertig seid, aufzusetzen und euren Fuß immer ganz schnell aufzusetzen. Wenn ihr ein Trampolin habt, könnt ihr es auch erstmal auf dem Trampolin üben, da klappt es natürlich noch besser. Versucht jetzt erstmal einen großen
Anhüpfer, dass ihr einen großen und kräftigen Anhüpfer habt und danach könnt ihr dann halt Anhüpfer und Rad machen. Dann richtig kräftig ab, also mega nach oben. Hier seht ihr nochmal, wie hoch ich anhüpfe und auf dem Trampolin geht das besonders gut. Jetzt versucht ihr mit eurer Nase richtig weit ans Knie zu gehen und euer Schwungbein richtig wie so ein Flitzebogen nach oben zu reißen und dabei die Nase ans Knie. Wichtig ist, dass ihr das Schwungbein nach dem Abschwung schnell nach oben reißt. Jetzt kommen wir mal zur Armstellung. Also entweder könnt ihr eure Arme einen nach vorne und einen nach hinten machen oder ihr nehmt beide so nah an euren Kopf. Das könnt ihr auch machen. Nur wichtig ist, dass ihr die Arme nicht nur nach unten macht, weil dann habt ihr immer sozusagen das Bedürfnis, die Hände so auf den Boden zu drücken. Wenn ihr so eine innere Blockade habt, dass ihr eure Hände immer aufsetzen müsst, dann nehmt euch so zwei zusammengefaltene Socken in die Hand, dass ihr eure Hände gar nicht aussetzen könnt, weil ihr die ja festhalten müsst. Und dann klappt es bestimmt besser. Nehmt am besten weiche Gegenstände, damit ihr nämlich, wenn ihr die Hände doch aufsetzt, nicht so voll hart auf irgendwas Hartes fallt. Wenn ihr noch ein paar Probleme mit dem freien Rad habt, könnt ihr das erstmal von einer Erhöhung runter machen. Das kann eine Matte sein oder irgend sowas. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Upsi, hinfallen werdet ihr am Anfang aber auch ganz oft, weil das ist ganz normal. Von einer Erhöhung runter aufs Trampolin ist natürlich am idealsten. Und hier seht ihr nochmal, wie ich schön senkrecht runtergehe. Trinken, trinken, trinken. Wenn ihr noch Angst habt, dass ihr so hart landet oder hart aufkommt, dann legt euch ein paar Kissen auf die Matte, denn dann landet ihr auf jeden Fall weich. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht auf den Kissen dann ausrutscht. Und dann würde ich sagen, let's do it. Trampolin habt, ist natürlich noch besser, denn dann könnt ihr die Matte so aufs Trampolin legen und dann erstmal von der Matte aufs Trampolin runter das freie Rad versuchen, weil dann landet ihr auf jeden Fall weich und habt noch nicht so Angst, dass ihr euch wehtut. Das hat mir nämlich immer geholfen, als ich mich noch nicht so ganz an die Matte reingetraut habe. Wenn ihr aufs Trampolin fallt, tut es natürlich auch nicht weh. Was noch ein anderer sehr wichtiger Tipp ist, ihr müsst einfach immer weiter üben. Seid nicht deprimiert, wenn ihr es mal nicht schafft. Probiert es einfach immer weiter, dann schafft ihr es auch irgendwann. Und was noch ein wichtiger Tipp ist, geht immer schön mit eurer Nase zum Knie, dass ihr schnell in diese senkrechte Position kommt und euer Bein da ganz schnell rüberschwingen könnt. Leute, macht einfach Räder, Räder, Räder. Macht einfach so viele Räder. Und wenn eure Hände dann mal wieder aufkommen oder immer noch aufkommen auf die Matte, dann ist es nicht so schlimm. Dann versucht einfach die Hände ganz kurz und schnell und erst am Ende aufzusetzen. Irgendwann bekommt ihr an diesem Drive raus und merkt, dass ihr eure Hände dann gar nicht mehr braucht. So Leute, das war's mit dem Video und lasst mir unbedingt einen dicken Daumen nach oben dafür da, weil das Video wird eh demonetarisiert werden, weil ich wieder so einen schönen Turnanzug hier anhab. Aber ich hatte nur kurz einen Bock, das jetzt im Fettanzug zu drehen. Also ich habe dieses Video auch wirklich nur für euch gedreht, weil ich unbedingt wollte, dass ihr auch freies Rad mal endlich schafft. Und gebt nicht auf und schaut euch nicht nur dreimal das Video an, sondern übt es auch wirklich, weil vom Video gucken lernt man es nicht so.
und gebt einfach nicht auf, versucht es immer weiter und ich bin mir ganz sicher, dass ihr es bestimmt auch bald schafft. Ich hoffe, meine Tipps und Tricks haben euch geholfen und gefallen. Und Leute, schreibt mir mal unbedingt unten in den Community-Tab oder auch über Instagram, was für Tutorials ihr oder Videos ihr euch noch wünscht. Und ja, dann darf ich natürlich nicht das Shoutout of the Day yay vergrüßen. vergessen. Oh, da kommt gerade noch so ein blödes Flugzeug. Okay, jetzt gibt es das Shoutout. Nämlich grüße ich halt mal wieder jemanden von TikTok, nämlich die Viola_1303. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Sie hat nämlich geschrieben, kannst du mich in einem YouTube-Video grüßen, weil du die beste YouTuberin bist. Hashtag Marie Noel. Danke, danke, danke für diesen lieben Kommentar. Und ja, das war's mit dem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. She's the